Jo Freunde, was geht? Willkommen zu einem etwas anderen Vlog, und zwar nehme ich heute euch mit mal zu einem Training. Nicht Bike-Training, sondern Parkour-Training. Und mal gucken, wie der Vlog wird. Viel Spaß beim Zuschauen und hoffentlich maule ich mich heute nicht zu hart. Wir sehen uns. Also ich habe schon seit echt Ewigkeiten nicht mehr trainiert. Es geht. Geht ab. Jo. Es geht. So Leute, ich zeige euch eben den Spot. Das ist ja, früher haben wir immer hier trainiert, und mal gucken, was noch so geht von damals. Okay Leute, erste Challenge. Von hier anlaufen, über die Mauer springen, auf den Baum, an dem Baum vorbei, Armsprung da dran, über die Rail und dann vielleicht noch einen Flip. Ah, du Scheiße! Ey, darf ich den Baum ein bisschen verschieben nach vorne? Doch, alle guten Dinge sind drei. Ja, Mann! Ja! Oh, ich hab das gesehen. So, das hat schon mal gut geklappt. Jetzt noch die andere Seite. Okay, der Sherry nimmt jetzt die ganze Leine einmal auf. Bester Mann. Und let's go. Scheiße. Kamera, hab Vorführeffekt, Digga. Okay Leute, das Schwere an der Leine hier gerade ist, die Füße kommen hier so schief drauf und beim Absprung rutsche ich hier immer weg und das fuckt ein bisschen ab. Beziehungsweise ich bin einfach ein Lapp, aber gleich habe ich's. Ja, genau. Push. Ja, Mann. Yeah. Geil, der war gut. Ach, ich hätte es zu dran. Hallo. War ein bisschen mit Pause, aber war gut. Nice. Ja. Okay Leute, nächste Challenge. Gainer von hier. Sherin hat die schon gemeistert. Ich muss da mental dran arbeiten und dann schaffe ich den gleich hoffentlich auch. Okay Leute, ich habe ein bisschen überlegt und ich habe jetzt eine Line. Also ich starte hier oben, lauf an, hier drüber eine Cat, hier drauf landen, hier den Gainer, hier zurück, runter, boom, hier runter, zack, dann auf die Rail, tic-tac, darüber Katze runter abrollen. Okay, mal gucken, ob das heute noch was wird. Wäre auf jeden Fall mega sexy. Ich nehme euch mal eben mit zu meinem aktuellen Struggle. Diese verdammte Rail hier. Und dann hier drauf. Beim PK geht es irgendwie immer darum, seine Angst ein bisschen zu bekämpfen vor den ganzen Moves und so und die halt durchzuziehen. Das ist meistens das Problem, und ihr seht hier zum Beispiel bestes Beispiel. Ich versuche nur von dieser Stange darauf zu jumpen und mein Kopf fuckt mich so ab, weil hier diese Stange ist, diese Kante hier so ein bisschen nach unten abgeflacht ist, und weil ich halt von einer anderen Stange springe, das macht es alles halt nicht leichter für den Kopf. Und es ist schwer, quasi seine gesamte Energie so ein bisschen zu bündeln und dann von da hier rüber zu springen. Mega schwer, mega. Also für mich mega schwer. Aber so langsam wird das was. Und ich versuche gleich mal die Line, auch wenn die nicht super schön wird. Ich werde auf jeden Fall zurückkommen und die Line dann nochmal machen. Und es wird hoffentlich immer cleaner. Alter.
TikTok klappt im Flow nicht so gut. Deswegen hatte der Alex gerade eine Idee. Und zwar mache ich da einfach einen Palmspin und flow den Rest ein bisschen raus. Also let's go. Danke, Bratan! Hey Leute, jetzt geht's zum nächsten Spot. War schon mal sehr nice hier. Für eine Einstiegssession würde ich sagen, war ganz gut. Jetzt fahren wir noch in so einen Stangenpark. Trainieren da noch ein bisschen Krafttraining und so. Und dann bin ich heute durch. So Leute, Session ist vorbei. Der Finn, den seht ihr da vorne. Hey Finn, sag mal hallo. Hi. So, Finn ist noch dazugekommen. Pascal hier vorne auch. Ciao. Komm rein, Brudi. Oh, war eine richtig geile Session. Tag ist vorbei, Sonne geht unter. Wir haben noch ein fettes Workout nachgeschoben. Und ich bin des Todes tot. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, ein Abo da lasst, die Glocke aktiviert. Einfach abonnieren und kommentieren, nicht vergessen und so. Ne? Genau, nicht vergessen und so, ne? Wie der Finn immer zu pflegen sagt. Ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.